Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tomb Raider. Und zwar Tomb Raider Underworld, der Nachfolger von Tomb Raider Legend. Und ich meine mich, was erinnern zu können, gelesen zu haben, dass. Die Story von Legend direkt in Underworld fortgesetzt wird. Sicher bin ich mir da jetzt aber nicht mehr, aber um es herauszufinden, würde ich mal sagen, dass wir das Spiel einfach starten. Spiel starten. Ach du Scheiße. Hobbyforscher Tomb Raider Überlebenskünstler. Okay. Selbsterklärend, einfach mittelschwer. Gut, natürlich, mittel. Wie immer. Hupsala. Da, explodiert einfach mal der Hintergrund. Gehört das gleich schon dazu, oder? Ist doch Croft Manor, oder? Haben wir das jetzt einfach mal in die Luft gesprengt? Na, mehr oder weniger. Tomb Raider Underworld. Was bisher bei Tomb Raider geschah? Eine Videosammlung von Schlüsselszenen aus vorausgegangenen Spielen befindet sich im Hauptmenü. Wählen Sie Extras und dann Videos und wählen Sie dann bisher. Okay. Wenn du meinst. Mach ich nicht. Ich habe den Vorgänger gespielt, also von daher. Braucht das jetzt nicht so unbedingt. Was aber durchaus sein könnte, wäre, dass das hier alles ein wenig schneller läuft. Also dieser das Queen läuft jetzt hier. Arg langsam hier. Oh, jetzt gehen die Frames wieder hoch. Wunderhübsch. Und das Ding, das sich in der Mitte dreht, laggt auch nicht mehr. Ach, dein Gott! Was hat denn dein Gott damit zu tun? So, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir. Moment. Ich kann mich erinnern, das auf Ja gestellt zu haben. Warum ist das dann nicht beibehält? So. Tja, wenn man das irgendwann mal gelernt hat. Okay, mit F das Licht ein- und ausschalten ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ganz spontan gerade festgestellt. So. Ich hab schon geguckt, glaub V ist Medikit nehmen und Tab kommen wir in dieses komische Menü-Dingens hier rein. Ach, ein Tagebuch haben wir auch. Sehr schön. Oh, Waffenauswahl. Ach du Scheiße. Ah, das juckt mich jetzt erstmal. Oh, sie ist gleich schon mal gut bewaffnet. Komm, wir gehen mal hier ins Licht. Gucken, was da passiert. Ah ja. Gut, da war doch noch was. Ah ja, Y-freies Zielen. Ah, das. Also, ich muss sagen, das gefällt mir jetzt. Also, man muss ja schon sagen, nach Legend kam Anniversary. Und danach kam Underworld. Obwohl halt Anniversary vor Legend spielt. Aber ja, das ist egal. Was jetzt hier ist. Ich finde, es ist eigentlich ganz toll, dass hier die Teammechanik wieder jetzt hier so ist wie in Anniversary. Aber das passt schon und ein freies Ziel haben wir auch. Sehr schön. Ja, komm, brauchen wir jetzt nicht Waffen wechseln. Kann man das hier. Ja, werden wir schon noch rausfinden, wie das funktioniert. Ja, bitte nicht ins Feuer reinlaufen. Aber wenn du mal. Ah, gut, ich werde mich dran gewöhnen. Drücken Sie leer. Ach, ja. Drücken wir schon hin, ja. Moment mal. Ob sie das auch noch kann? Ja, man sieht gerade nichts davon. Komm. Lara? So, jetzt will ich das komplett sehen hier. Okay, irgendwie. Das Spiel mag mir den Gefallen jetzt hier nicht tun. Drücken Sie E, um mit Objekten zu interagieren. Ja, übrigens, falls ich hier wegen einer Nasal klinge oder so. Was ein Nebel. Was ein fetter Hebel. Holla, die Fee. Oh, Kontrollpunkte gibt es auch noch und die klingeln auch immer noch. Sehr schön. Ja, falls ich wegen einer Saal klinge,
Kann Sachen sein, dass ich so ein bisschen leicht, so ein bisschen erkältet bin gerade. Ein bisschen Schnuppen und so, ja. Kann passieren. Bringt die Jahreszeit mit sich. Was gibt's hier eigentlich für so für Collectibles? Ach, guck mal da. Wie es mir hier gleich schon hier in die Ecke ein Kuh gelegt wird. Okay. Und... Ach. Ja, ich glaube, das war jetzt nicht so ganz... Ich dachte eigentlich, da wäre irgendwie so ein... Haken-Dingens. Ich will jetzt hier nochmal rauf. Hat es hier vielleicht noch irgendwas? Na, ich finde, also hier liegen doch schon deutlich mehr Trümmer rum und deutlich realistischer die Trümmer, als vorhin das Haus explodiert ist. Das ist explodiert und stand danach komplett noch da, wie es war, nur dass es gebrannt hat. Na? Okay. Probieren wir es mal. Okay, es geht immer noch. Ja. Fail. Es geht immer noch mit F. Und... Ach so, ich muss nach oben. Ja, gut, gut. Diesen Grat hat sie hier nicht über... Ach so, das mal... Okay, ich glaube, ich mache jetzt besser mal das, was mir das Spiel hier sagt. Und guck nicht hier um... Ja, ja, ist gut. Ja, wenn ich jetzt hier nochmal drücke, um loszulassen, dann würde ich sagen, haben wir... schnell... Oh! Ja, komm, es muss doch hier klappen. Oh! Warum hat das von da oben jetzt... Na gut, da bin ich knapp daneben gesprungen. Na, egal. Ach ja, guck mal, bewegliche Objekte. Ja gut, hier, Tutorial for the win. Braucht man natürlich... ein bisschen. Komm, mach hin. Gut, eigentlich dachte ich, du hältst dich da an dem Vorsprung da fest. Okay. Den wollen wir... Oh ja, ja, ja. Vielleicht muss ich doch an der Maussensitivität... Oh, ein wenig schrauben. Oh, na komm, mach doch jetzt so einen Stress. Ey, hier das ganze Kraftmänner brennt jetzt halt einfach mal hier ab, ne? Ob Kraftmänner hier in dem Teil auch spielen können? Also es wäre... Wäre eigentlich, in dem Sinne logisch. Ja, ja, das brauche ich nicht zu lesen, das kennen wir schon. Wupp. Wunderbrübsch, ja. Wunderhübsch. War das eben... Das hat mir doch was gezeigt, ne? Was willst du mit E? Achso, da kann ich hier... Na klar. Da kann ich noch hoch und runter hangeln. Ah ja, da sieht man den auch schön markiert. Unterbreche ich, ja. Na, sagen wir mal so, logisch wäre es, wenn es nicht ginge, weil es brennt ja hier. Ne? Ich weiß es auch gar nicht, ob es hier... Oh. Drücken Sie STG und nach Kanten zu greifen, um sich daran... Okay, das ist, ging vorher mit Shift. Shift... Haben wir... Oh. Sequenz. Pass auf! Warten Sie! Das ist Lara! Ich weiß! What the fuck? Habt ihr sie noch alle? Die Ladebalken zicken hier ein wenig rum, ne? Also die, so diese Ladedinger. Also während es hier gerade lädt, zickt es ja ein wenig rum. Ja, kann passieren. Kann passieren. Nicht weiter schlimm. Nervt mich aber jetzt schon. Naja, vielleicht sollte ich an den ein oder anderen Einstellungen was ändern. Vielleicht hilft das hier beim Laden. Vielleicht hätte ich...
Jawohl, das kann eigentlich nicht sein, oder? Ich meine, wenn ich jetzt Anti-Aliasing zu hoch eingestellt habe, dann wird es im Spiel laggen und nicht beim Laden. Denke ich jetzt mal. Eine Woche zuvor. Oi. Tauchanzug, hä? Aber ziemlich beinfrei, ne? Hey Lara, was gefunden? Geduld, Sip. Ich hab doch gesagt, dass unentdeckte Inseln im Mittelmeer ziemlich selten sind. Bist du sicher, dass dieser Professor Eddington weiß, wovon er redet? Wenn er sagt, dass Vater überzeugt war, hier den Weg nach Avalon zu finden, dann glaube ich ihm. Schon. Aber es ist... wir haben darüber geredet. Du hast geredet, Alter. Lass mich aus der Sache raus. Vielleicht gibt es Avalon wirklich, aber nur weil dir irgendeine Verrückte erzählt, dass deine Mutter noch lebt. Ich meine, ich will ja nicht herzlos erscheinen, aber die Vorstellung, dass deine Mutter in irgendeiner keltischen Unterwelt lebt, ist irgendwie krank, findest du nicht? Ich mache mir keine Illusionen, dass meine Mutter in irgendeinem mythischen Paradies hochfällt, Alistair. Was ich will, ist die Wahrheit. Egal, wie sie aussieht. Ich rufe dich später an. Was ich will, das ist die Wahrheit. Hast gut gekontert, Lara. Der Weg nach Aravalon. Tagebucheintrag freigestellt. Den gucke ich mir gleich mal an. Das wollte ich mal wissen. Oh nein. Ich habe mir eben schon gedacht, hier Shift muss eine Funktion haben. Ob das nicht etwas sogar Sprinten ist? Juhu. Ja, da geht's ja halt einfach mal. Da ist halt einfach mal frech eine Wand, ne? Wo sich Lara auch direkt mal da so abstützt. Ich kann nicht in das Cockpit hier rein. Und ich kann auch nicht da so hin und da so rüber und. Aha, halla. Oh, Fernseh. Ein bisschen Fernseh gucken. Da stand doch eben auch noch so ein Laptop, aber egal. So, ich schätze mal, dass ich ins Wasser muss. Ach so, Tagebucheintrag. Tim. Mein Vater starb bei einem tragischen Unfall auf der Suche nach Avalon, dem sagenhaften Aufenthaltsort König Arthos. Ich habe nie geglaubt, dass er etwas mit dem Verschwinden meiner Mutter zu tun hatte, aber angesichts der jüngsten Ereignisse bin ich mir da nicht mehr so sicher. Professor Eddington kannte die Koordinaten, an denen Vater seine Suche fortsetzen würde, aber wusste nicht, wie er sie bestimmt hatte, geschweige denn, ob es dort irgendeine Ruine gab. Das muss ich selbst herausfinden. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir mal los. Ah ja, das ist jetzt nur das da. Da war, glaube ich, auch, ja, ich gucke es einfach nicht noch weiter. Mal gucken, ob wir hier das Boot noch ein bisschen erkunden können. Also hier kann man zwar so ein bisschen raufklettern, aber entlanglaufen ist nicht. Drücken Sie STRG, um da leer, um ab bzw. aufzutauchen. Ah, gut. Oder bewegen Sie die Kamera mit der Maus in die gewünschte Richtung. Ja, okay. Kriegen wir hin. Und hat sie jetzt eigentlich hier eine... Tatsächlich. Taucherlunge. Meine Güte. Drücken Sie A, um zwischen den Pistolen und der ausgewerften Waffe... was habe ich da? Puno oder was? Oh, Fischis. Gut, ist dann nicht nachladen, sondern Waffe wechseln eigentlich ganz gut, weil nachladen ist, glaube ich, eh sowas, was man hier nicht sonderlich braucht. Aber das... Drücken Sie H, um auf Feinde zu schießen, oder halten Sie G, um sie anzuvisieren. What the fuck? Oh! Müssen wir jetzt hier Haie schlachten? Okay, habe ich jetzt nicht ganz... das da. Ach so, das sind doch eben diese Fischis. Hä, was? Hast du jetzt gerade automatisch geschossen oder was? Also, ich kann das hier auch so machen, ne? Und was macht H jetzt? Ah, das. H schießt da automatisch drauf. Irgendwie lame.
bisschen komisch. Ja, ich mache das hier schön mit rechter Maustaste und linker Maustaste. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. So, jetzt weiß ich hier gar nicht. Ich bin hier jetzt unter Wasser und okay. Ich schätze mal, das kann man einfach gar nicht verfehlen. Oder man verfehlt es halt. Drücken Sie Tabulate, um den PDA zu aktivieren und die Sonarkarte anzusehen. Oh Gott. Okay. Was kann man hier zurücksetzen? Okay. Kann man das... Oh. Oh, war ja. Ach du Schande. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen fortschrittlicher als das, was wir in Legend wohl hatten. Mit diesem Fernglas, das uns Sachen anzeigt. Kann ich jetzt hier komplett in diese ganze Scheiße drumherum fliegen oder was? Das da oben muss wohl die Position von Lara sein. Ich schätze mal... Hat das nur eine begrenzte Reichweite? Oder ist da einfach die ganze Unterwasserwelt schon zu Ende? Also das suggeriert einem ja schon ziemlich... Also was bringt tut's mir jetzt hier nicht groß viel was, ne? Also das ist hier vielleicht... Es blinkt da ein bisschen... okay, gehen wir mal zurück. So, was jetzt? Da vorne sind Quallen. Und ein Checkpoint. Wird mir leider noch nicht gesagt. Ja, aber warum soll ich auf den Hai schießen? Das greift mich ja nicht mal an. Warum hat sich Lara eigentlich da in Legend keine Taucherlunge geschnappt? Was haben wir denn da? Ach, Sammelobjekt oder was? Nee. Nee, das... Damit muss ich irgendwas machen. Naja, gut. Probieren wir es mal da vorne. Erst gucke ich mich aber hier mal noch um. Bin ich hier rein? Nee, oder? Hey, what the fuck? Es hat hier jetzt gerade schöne Töne gemacht, aber so als hätte ich was, ein Sammelobjekt, das hier eingeschammelt. Ja, ich fange schon wieder richtig an zu nuscheln. Gut, es hat mehrere Eingänge hier, diese Höhle. Aber was ich jetzt, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ja, was hat das, ich habe das nicht mal gesehen, das Sammelobjekt. Warte mal, da ist ja auch noch was. Kann ich das wieder fallen lassen oder so? Gut. Zahl der bereits gefundenen Schätze und Relikte wird im PA. Okay. Wo denn? Relikte. Oh, ach, Schätze. 1 von 26. Relikte 0 von 1. Ach du Schande. Gut. Also einsammeln muss ich die Dinger wohl auch noch selber. So, wo ist denn jetzt dieses Dingen hingefallen? Ja. Das ist irgendwie ganz nach unten gefallen, aber ich das müsste eigentlich ganz nach unten gefallen sein. Oh, war ja. Gut. Lara, tauch mal nach unten. Und finde dieses Teil wie... Ah, da ist es. Wunderprächtig. So, dann würde ich sagen... Oh, da ist auch noch was. Kann ich das nicht irgendwie fallen lassen? Hier, lass mal fallen. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich mit E-Benutzentaste fallen lassen kann, aber... Guys, ich bin jetzt gerade echt noch am gucken, ob ich mir noch ein paar Dinge finde. Weil, wenn die so häufig in dem Kapitel hier sind, müsste ich doch eigentlich noch ein paar finden hier draußen auch. Okay, ich denke mal, das ist hier unser Rätsel, unsere... Das ist Rätselslösung. So, aber bevor ich das mache, würde ich mal sagen, beende ich hier den Part, trink was, huste, weil es mich gerade mega kribbelt im Hals. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.